Hallo Freunde, heute bin ich mal wieder hier auf dem Lost Place. Und zwar habe ich hier eine alte Halle. Keiner weiß so genau, was es war. Ob es mal eine Fahrzeughalle war oder irgendwas. Eine Produktionshalle kann ich euch leider nicht so genau sagen. Auf jeden Fall, sie ist ziemlich vermüllt. Ziemlich viel Graffitis drin. Liegen auch Graffitis-Dosen umeinander, also Spraydosen. Ja, es sieht eigentlich schon ziemlich wüst aus. Deswegen kommt einfach mit. Es gibt danach noch eine zweite Halle zu besichtigen. Kommt einfach mit. So, hier sehen wir nun die alte Lagerhalle. Ich meinte, jetzt hier weiter. Ist alles total verwaltet. Mittlerweile hier. Hinten steht noch eine andere. Zwei Stück hier, dicht auf dicht. So Freunde, hier ist die alte Halle, total mit Graffitis besprüht, was aber kein Wunder ist. Steht auch nicht schon erst seit gestern leer, also schon längere Zeit verlassen. Ich kann euch leider nicht sagen, ab wann. Ich habe vorhin meinen Feuerlöscher gefunden. Der Feuerlöscher war allerdings die letzte Prüfung 2011, das glaube ich nicht. Das ist erst seit 2011 verlassen ist. Ich glaube es nicht ganz. Was soll ich sagen, gehen wir mal rein, gucken uns das mal an. Also hier sieht man das Tor, wird wahrscheinlich schon jemand mutwillig geschlagen, so wie es ausschaut. Dann geht es auch mal hier rein. Also, eins muss ich wirklich sagen, es ist hier drin schön bunt. Die gesamte Halle, wirklich schön bunt. Natürlich, die Vorträge wurden zum Großteil schon geklaut. Die meisten, noch nicht alle, aber die meisten. Das war jetzt hier erstmal die erste Halle. Nachher noch eine zweite zu sehen. Deswegen werde ich sagen, halte ich mich hier gar nicht mehr so lange auf, sondern gehe gerade in die nächste. So, jetzt laufen wir einfach mal geradeaus los auf die Halle, die hier neben dran ist. Ich kann euch leider nicht sagen, was es genau für eine Halle ist. Auf jeden Fall, wir gehen jetzt mal rein und gucken uns sie mal an. Wir müssen wegen aufpassen, dass wir von dort aus nicht von außen gesehen werden. Könnte Mecker geben. So, nun sind wir hier angekommen, in der alten Halle. Ja, die ist noch deutlich größer wie die andere. Alex ist auch dabei, Garten-Küchenfuchs. Ja. Servus. Ich kann euch leider nicht sagen, wo das hier alles ist, wo es sich hier befindet. Meine Vermutung war zunächst, dass es sich um eine alte Nazi-Waffenfabrik handelt. Eine Produktion, Nazi-Munitions- oder Waffenproduktionsstätte. Aber dann haben wir im weiteren Verlauf letztes Mal einen Generator gefunden, einen Stromgenerator von 1976 und das kommt dann nicht mehr so ganz hin. Also im Prinzip weiß ich auch nicht, was genau ist. Keine Ahnung. Also ich vermute, dass das eben noch zur DDR-Zeit genutzt worden ist und nach der Wende nicht mehr. Kann ich leider nicht sagen, was es genau mal war. Aber die Halle ist so groß, es könnte wirklich locker eine Sporthalle abgeben. Aber es ist ein Fabrikgelände, ein altes, verlassenes Fabrikgelände hier. Es sind aus überall Graffitis an den Wänden, leere Spraydosen liegen hier rum. Aber en masse. Der Zahn der Zeit hat hier auch schwer genagt. Diese Halle ist ein, wie ich sehe, es ist ein Blechdach. Ja, es ist ein Blechdach. Hat auf jeden Fall gut standgehalten. So Freunde, das war es jetzt, die alten leerstehenden Produktionshallen. Keiner weiß so genau, was das mal war. Auf jeden Fall. Wir sehen uns im nächsten Video. Garten und Küchenfuchs. Macht's gut. Dabei. Tschö.
Ja, und mach es gut. Tschüss. Tschüss. Daumen nach oben. Wie immer, schreib was Nettes in die Kommentare. Oder auch was nicht ganz so Nettes. Ja, oder wenn nicht ganz so nett. Ist euch voll und ganz überlassen. Bis bald mal wieder. Macht's gut. Arrivederci. Ciao, ciao. Shalom und goodbye. Goodbye.